Oha. Was wohl der Lieblingsspot von der Scheine war? Ist jetzt nicht bei dieser blöden Spinne zu sterben. Der ist wahrscheinlich nicht der Lieblingsspot. Könnte man aber meinen. Was machen jetzt eigentlich diese ganzen Scheine? Läuft das Goldgeschäft denn noch? Nein, die Goldpreise sinken ja rapide, ne? Es kauft ja wahrscheinlich auch keiner mehr. Ne? Und Werbung habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, die haben so Hochzeiten einfach, wenn so, weiß nicht, so ein paar Wochen nach neuem Add-on-Release, weißt du? Vielleicht sogar eine etwas kleinere Hochzeit, wenn neuer Content kommt. Na, da wahrscheinlich nicht mehr, weil Leute zu viel Gold haben. Aber sonst, weißt du, wenn die Goldinflation noch nicht so eingeschlagen hat, da neues Equipment gekauft wird und stuff. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist überhaupt irgendwie rentierbar, selbst in China. Ich meine, China, die Leute dumpen sich da doch gegenseitig kaputt. Ja. Aber wir sind gar nicht mehr eingetragen. Das können wir noch machen, das war kurz. Hier keine Trollglücksbringer sammeln. Ich will Battleground machen. Sask, wie kommen wir hier ins nächste Gebiet? Das sollte der Steinkrallengebirge sein. Cool, es wäre von der Reihenfolge der Steinkrallengebirge. Kann. Meinst du das auch von unserem Level so? Wir werden es feststellen müssen. Erweiterte Feststellungsprozedur eingeleitet. Wer hat das Pferd hier reingelassen? Das ist für ein Pferd neben dir. Warum ziehst du ein langes Gesicht? Grinsen nicht so blöd. Pferde, wenn sie lachen, sind voll witzig. Ich wage dir zu unterstellen, dass du noch nie ein Pferd hast lachen. Doch, so machen die. Und dann fletschen sie so ihr Gebiss. Oh Mann. Ich habe das wirklich so erlebt. Wie konnten wir jetzt gleichzeitig springen, einfach nach so einer Ewigkeit? Ich weiß es nicht. Die Frage ist doch, danach kommt was? Nördliches Brachland, südliches Brachland, nördliches, südliches. Du denkst ja mal zu weit in die Zukunft. Südliches. Es wird südlich sein. Weil diese Lace willst du mir nicht gönnen. Es geht nicht darum, es geht mir darum, dass du zu weit in die Zukunft denkst. Polizotti, nein. Sprich nicht mit dem Tier. Warte, Ausweichmanöver. Ich erzähle dir so einen Witz gegenüber. und schon Mob gesehen? 25, da kannst du nicht sagen. Das ist ein verdammter Ölkanister. Hä? Ihr ist was hinter mir her. Der Ölkanister verfolgt dich. Gewinn. Nein, das ist der Boss. Nein, das ist ein Ölkanister. Es ist der Boss. Der heißt der Ölkanister? Er heißt Kromgar in nee, Sinirat, nee. Nur auf Englisch. Oh, wie awesome das ist. Ja, aber du auch noch keine Quest machen musst. Du bist zu pessimistisch. Du bist zu optimistisch, oder? Oder sollte ich sagen, blind? Blind vor falscher Freude. Wie kann denn falsche Freude geben?
Wie kann denn falsche Freude geben? Wie kann denn so scheiß Deutsch sein? Und schon was gefunden, was ihr irgendwie in Richtung Allianz geht? Deines was? Ja, auf der Karte. Ein Flugpunkt. Allianz Flugpunkt. Ich sehe es. Flugpunkt. Ich sehe es in der Realität. Oh Gott, bitte nicht. Bitte sag nein. Moment, zu dem Wasserrand, da müssen wir unbedingt mal hin. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Das war mal nicht so ganz hügelig. War eher flacher. Dafür gab es hier mehr so Stuff. Mehr drumherum, Mauern. Gebirge namens, dass man da nicht lang kommt, da muss man ewig lang. Rumherum. Aber jetzt sind oder hier es gibt hier keine Quests. Überall mehr so eher Kleinigkeiten. Wie kann denn das sein? Weiß nicht, Kohle, du bist ja Reiseführer, der es weiß. Ich bin der Reiseführer, der es aber nicht weiß. Ich bin nur der Reiseführer. Es kann sein, dass wir zu Stardust Spire mitnehmen, das wäre schon mehr. Oder ich weiß es nicht. Das ist doch mit Sicherheit hier der Weg. Ist zumindest das erst zu erreichende Camp, also würde ich eigentlich auch so sehen. Jetzt werden wir nicht Level hoch. Level hoch genug? Ich will nur zu Protocol geben, das Coach ist wieder verdammt dann. You guys, ich muss nur mal kurz Mobs sehen, so einen richtigen Mob. 27, das ist ja wohl unser Level. Guck mal, Köder. Selbst wenn der Mob 26 wäre, darum geht es gar nicht. Wir haben ja keine Quash. Das heißt, hier gibt es vielleicht gar keine. Köder, ich glaube, ihr würdet schon Quest geben. Ich lasse mich nicht mehr länger so rumschubsen. Wer lässt sich denn hier rumschubsen von uns? Ich folge dir immer von einem scheiß Abenteuer ins noch schlimmere. Ohne Pausen. So. Du fliegst jetzt nach Okrimmar. Und dort werde ich einen Steckbrief anbringen. Mit deinem Gesicht drauf. Oder du kannst nicht nach Okrimmar fliegen. Ja, dann lach mal. Oder du kannst nicht nach Okrimmar fliegen. The Fire Lord. Ne, ich setze mich jetzt hier hin. Was mit WoW passiert? All good girls listen to their daddies. Oh shit. Also lass mich ein bisschen nicht allein mit dieser Inzestbude. Geh da raus, Rübi. So, ich habe Quest gefunden. Ich weiß natürlich nicht da, wo sie sein werden. Bist du in den Süden geflogen? Der nimmerendenden Agonie. Ich bin bei Sternstaubspitze. Ich habe ja so keine Lust auf diese Quest. Ganz ruhig, Scooby. Ganz ruhig. Bist ja nicht umsonst. Gar nicht umsonst. Das Gebiet ist awesome, Scooby. Das Gebiet ist awesome. Scooby, du kannst mir ruhig mal recht geben. Es ist scheiße hier. Ich hasse dich. Hier, und? Nee. Warum fing der Battleground nicht an? Ich esse jetzt ganz viel Sachen, bis ich fett bin. Du bist schon fett. Das hast du davon. Ja, warum denn nur? Ja, ich habe die Quest angenommen. Hier sind wir doch eben lang geritten.
Oh. Was willst du mir jetzt damit sagen, Sibyl? Was willst du mir damit sagen? Ich sag nicht, oder? Inner Focus. Inner Focus? Nichts kann mich aus der Ruhe bringen. Nein, Inner Focus. Oh, ein Reh. Hui, hallo. Hey, komm. Oh, wenn Alec steht, ist er fett, ne? Wenn er springt, ist das super fett. Wie ist das überhaupt possible? Weil die springen eigentlich nicht wirklich, sie machen nur die Beine aus. Ne? Das machen Elefanten ja auch, um ihre Jungen besser fressen zu können. Okay, das sind keine Elefanten. Das sind Wachteln. Ja, ja, cool. Ja. Damit trappen die oft Akazien. Ich habe da Reportage gesehen. Gut, ich helfe dir 4. Also irgendwie ist das hier komisch gemacht, findest du nicht? Dieses Gebiet ist so low, das daneben ist so high. Was soll denn das? Ich level schon eine ganze Zeit mit dir. Da schockt mich sowas einfach nicht mehr. Als wenn es meine Schuld wäre. Oder jeden Charakter, den ich alleine gelevelt habe, ne? Der war super smooth zu leveln. Die Bombe. Oh, das wird awesome. Auf zur Bombe, das kann nicht mehr weit sein. Wenn man mit Code irgendwo hingeht, darf man auf sowas auch nicht hören. Man darf sich einfach nichts bei denken, wirklich nichts. Man wird nur enttäuscht werden. Und meistens stellt sich dann heraus, oh, wir sind ein paar Kilometer in die falsche Richtung gefahren. Aber es ist ja ein schöner sonniger Tag, ne? Ach, unsere Journeys, die hast du noch nie gemacht, Scooby. Das stimmt nicht. Du warst da schon immer gegen sie. Deswegen bin ich auch immer mitgefahren. Ich hab geradelt, ja. Boah, der leitende Bombentechniker. So, wie kommen wir da ein bisschen hoch? Na, man muss sie ja looten. Oh, hier ist der Weg. Ein geheimer Gang. In das verbotene Zimmer. Mit dem verbotenen Schlüssel. Zum verbotenen Zimmer. Ist verboten, Zimmer. Da reinzugehen? Ja, verboten reinzugehen. Oh. Können wir da mal hingehen? Natürlich. Komm da mit. Ja, kleines Kind, ich habe ein verbotenes Zimmer bei mir zu Hause. Oh. Komm da mit. Oh. Das ist aber. Around the corner. Hm. Holy shit. Scooby, wenn der Turm am Hoch geht, dann nützt ja auch Around the corner nichts. Aber würdest du es nicht mindestens versuchen? Mindestens versuchen, wenn nicht sogar machen, oder was? Ja. Ach, keine Leute. Du würdest so leicht sterben.
Ach, Benatton. Naja, ich kommt auf wenigstens die überall an. Eine minimale Überlebenschance. Wenn nicht sogar die minimalste. Boah, Bomb ist busy, hä? Okay, wir haben die Existenz der Bombe festgestellt. Fernglas hat es auch getan, aber gut. Auch ohne Fernglas müsste man das eigentlich sehen. Oh, cool. Ich bin der leitende Ingenieur hier. Nein, Skrip. Arbeitet. Laser ist. Dann beginnt zurück und berichten hier mit die Bombe. Die Leute zu looten, da habe ich echt keine Lust zu. Cool, ich dachte, das ist alles hier so awesome. Das ist nur zum Angucken und Durchreiten. Oh, ein Händler. Guck mal, wie awesome. Hallo, Monsieur. Nehmen Sie mich mit. Hä? Sie lauf! Oh, here we go again. Lauf! Hat mich abgerissen. Oh, hier sind so Sklaven drauf. Wann kriege ich eigentlich Lava-Eruption nochmal? Nehmt mich mit. Boah, wow, cool, wir haben sie befreit. Oh, wir sind awesome. Wir sind gute Menschen. Vier und drei. Weiter geht's. Hui. Puh, wollen wir eine Indie machen? Na, ich fürchte, es gibt kein Battlecore mehr. Ich mach mal random. Jo, ich hab eh keinen Wunsch. Bist schon aus Battleground raus? Ja. Was bin ich denn jetzt? Ich hab keinen Dual Spec. Ich bin also divers. Slacky, Slacky. Wow, Koja. Oh, was meinst du? Was kommt für ein Mini? Na, hast du ein Mini? Oh, Madon vielleicht. Fällt es jetzt mal Madon sein. Wir haben es geschafft, in dieser guten Zeit drei Quests zu machen. Du hast drei? Ja. Was könnte dein drittes gewesen sein? Oh, Sprengstoff zerstört? Keine Ahnung. Ah ne, da waren wir überhaupt nicht. Splotchers Kopf. Okay. Das wäre einfach gewesen. Ich bin unterwegs. Ich hol mir diesen Kopf. Und da bringt mir nichts an. Oh. Ich komm mit. Splotcher, Splotcher. Hey, 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 Splotcher. Wie gerne ich jetzt Helgeland spielen würde. Aber die Leute haben es einfach verkackt. Ja. True. True. Ich meine, wie kann man denn versuchen wollen, die Grafik komplett neu zu erfinden? Und warum ist jetzt möglich bei Helgeland? Lila und blaue Haut und so Stuff zu haben. Ich meine, ist das so ein koreanischer Standard einfach, der erfüllt werden muss? Weil sonst koreanische Spieler das Spiel nicht kaufen? Ja. Ja, Juri. Ich hasse Koreaner so hart. Ganze Kultur ist doch zu vernachlässigen. Wie heißt denn nochmal dieses Spiel, dieses koreanische, japanische, diese Abkürzung da, wo die Leute alle so hot sind? Ach so. Ja. Weiß nicht, aber meinst du, das Spiel wird awesome? Ist das nicht schon raus? Weiß ich nicht. Ich hab den Kopf. Ich hab den Kopf, ja. Nee, doch, du hast ihn. Würde ich. Oh nein, er hat's geklont.
Ich weiß nicht, Japaner oder so waren das oder Chinesen? Vielleicht waren es auch Chinesen. Die haben irgendein Schwein geklont. Ja und? Die haben das ausgewählt als Klonobjekt, weil es 34 Tage lang unter irgendwelchen Trümmern überlebt hat. Ehrlich? Ja. Das hat von Regenwasser und ich glaube Kohle oder so ernährt. Ja, was für ein Profi. Und naja, da haben sie gesagt, oh, das ist ein Held, das ist ein Klon, das Schweinklon war. Na, und here we go. Es lag da unten die ganze Zeit. Es ist ein Paradies. Ja, da kommt auf die Erde, das Klon war. Ich will dir nie wieder weg, oder? Lila Alec, Alec, Alec. Ich hab ein lila Alec. Ich weiß nicht, was du machst, aber ich mach's besser. Lila Alec. Ich mag dich nochmal. Du musst jetzt wieder was sagen. Wo ist die Polizei? Ich fahre mit dem lila Alec durch die Straßen und ich frage Kosa. Wo ist die Polizei? Mm-mm. Wo ist die Polizei? Mm-mm-mm. Wo ist die Und ich sag Polizei? zu Kosa. Hast du Müdigkeitsanfall bekommen? Hast du öfter solche Ich habe Anfälle? Dauermüdigkeit. Ich glaube, das ist keine Krankheit. Gubi, was machen wir nur? Oh, ich muss ja erstmal entzischen. Oh. Manche haben sich ja schon mal die Lunge weggesoffen. Wenn du immer das Wasser in die Lunge kippst, könnte das sein? True. True. Meinst du echt, das war keine gute Idee von mir? Ich weiß nicht, was wir hier machen. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ja, ich auch. Ich frage mal diese Karte. Oh Gott. Leute, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Jupp. Oh, ich glaube, passt bloß aufs Minenfeld, ja. Reitest du Stonehenge? Stonehenge. Ich halte nach Stonehenge. Stone Talon Mountains. Und was erhoffst du dir, Kurt? Sprich erst mit mir. Wenn wir unüberlegte Sachen machen, dann besser, wenn wir beide dafür sind. Wir stehen kurz vorm Level ab. Vielleicht gibt es noch einen Quest. Ja, stimmt, jetzt wo wir kurz vorm Level ab stehen. Sie bitte rette mich.